Die Invasion begann schleichend und unbemerkt. Sie war aber so gnadenlos, dass sie die Alltagskultur der Menschen des gesamten British Empire veränderte. Denn ursprünglich waren auch die Briten Kaffeetrinker, wie der Rest der Welt. Aber dann wurden sie von einer Laune der Natur und quasi über Nacht dazu gezwungen, Tee zu trinken. Markus Scholler kennt die Übeltäter, die dafür verantwortlich sind. Winzige Organismen, von denen bislang 8000 verschiedene Arten bekannt sind. Einige davon lagern hier im Naturkundemuseum Karlsruhe. Es sind Kleinpilze, genauer gesagt Rostpilze. Rostpilze sind genauso Pilze wie die Pilze, die wir aus dem Wald kennen und die wir als Speise- und Giftpilze kennen. Und sie sind bloß viel, viel kleiner und sie wachsen parasitisch auf Pflanzen, auf lebenden Pflanzen und haben dadurch einen einseitigen Vorteil. Auch Mehltau und Brandpilze sind parasitische Kleinpilze, die Pflanzen befallen und von ihnen leben. Aber vor allem Rostpilze halten die Menschen seit Jahrhunderten in Atem. In den Magazinen des Karlsruher Naturkundemuseums liegt eine international bedeutende Sammlung von Rostpilzen. Über 14.000 Proben für die Biodiversitätsforschung. Die Pilze allein aufzubewahren ist unmöglich. In den Herbarien sind deshalb die Stängel und Blätter der Pflanzen gesammelt, die von den Pilzen befallen wurden. Rostpilze können unmöglich ihre Nährstoffe selbst herstellen, sondern dringen stattdessen in ihren Wirt, in Pflanzen ein und entziehen ihnen die Nährstoffe. Der Pflanze schadet es natürlich, aber in natürlichen Systemen hält sich das in Grenzen. Solange die Rostpilze mit Hilfe ihrer Sporen Pflanzen befallen, von denen wir Menschen nicht abhängig sind, ist das also kein Problem. Unglücklicherweise aber gibt es viele Rostpilze, die Kulturpflanzen befallen. Weizen, Gerste, Mais und andere Feldfrüchte. Oder bestimmte Baumarten. Und das kann verheerende Folgen haben. Der Schwarzrost. Im 17. Jahrhundert vernichtete dieser Pilz immer wieder die Weizenernten in Frankreich und anderen Ländern. Hungersnöte waren die Folge. Der White Pine Blister Rust. Ein Kiefernblasenrost. Im 19. Jahrhundert wurde er zuerst von Asien nach Europa eingeschleppt und dann weiter nach Amerika getragen. Waldbesitzer und Holzhändler verloren damals zig Millionen Dollar. Der Kaffeerost schlug im späten 19. Jahrhundert zu. Vor allem in den britischen Kolonien wie dem frühen Ceylon. Er ruinierte Plantagenbesitzer und sogar eine Bank. Und er zwang die Engländer zu einer neuen Tradition. Der Kaffeerostpilz Himalaya vastatrix ist in diese Kolonien eingewandert und hat den Kaffee befallen. Und zwar so stark, dass sich der Kaffeeanbau nicht mehr gelohnt hat. Und um ihren Koffeinbedarf decken zu können, haben sich die Engländer dann einfach entschieden, Tee anzupflanzen. Und seitdem trinken die Engländer Tee. Immer wenn Rostpilze auf Monokulturen treffen, werden sie gefährlich. Mit dem Wind können sie sich schnell über ein ganzes Feld ausbreiten und Ernten vernichten. Auch in Deutschland und Europa noch immer eine ständige Bedrohung. Am Rostreferenzzentrum in Dänemark werden die Ausbrüche deshalb weltweit überwacht. Immer wenn ungewöhnlich starke Epidemien oder neue Rassen auftauchen, alarmieren die Forscherbehörden und Landwirte in Europa. Der Weizenschwarzrost ist besonders gefürchtet. Er galt lange Zeit als ausgerottet. Doch Ende der 1990er Jahre tauchte in Afrika eine neue aggressive Rasse auf. Einige Jahre später wurde sie in Sizilien nachgewiesen und könnte nun auch nach Deutschland kommen. Sporen der Rostpilze können durch den Wind über viele Kilometer, Hunderte, Tausende Kilometer transportiert werden.
Und wenn die Bedingungen günstig sind, vor allem das Wirtspflanzenspektrum, aber auch die klimatischen Bedingungen, kann sich so ein Rostpilz etablieren und dann eben auch in der Region ausbreiten und für großen Schaden sorgen. Doch Markus Scholler sieht in den Rostpilzen nicht nur Gefahr. Für ihn sind diese Lebewesen vor allem faszinierend. Manche von ihnen bilden 5 verschiedene Sporenarten, um sich fortzupflanzen. Einige müssen dazu sogar den Wirt wechseln. Auf seinen Streifzügen durch die Natur oder durch botanische Gärten ist Markus Scholler ständig auf der Suche. Nach alten Bekannten und Zugereisten. Was wir hier sehen, ist eine Stockrose, eine bekannte Zierpflanze, die von einem Rostpilz befallen ist, dem Malvenrost. Und dieser Malvenrost kommt ursprünglich aus Chile. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Rostpilze nicht nur über den Wind verbreitet werden, sondern wie in dem Fall auch durch den Menschen, durch den Zierpflanzenhandel. Trotz aller Bedrohung von Ernten und heimischen Wild- und Zierpflanzen, Markus Scholler weiß, die Parasiten haben ihren berechtigten Platz in der Welt. Denn sie sind Motoren der Evolution. Die Pflanzen entwickelten Strategien, um die Pilze abzuwehren. Dann entwickelten die Pilze neue Waffen, um sie wieder anzugreifen. Dieser ständige Wettlauf ließ immer neue Arten entstehen. Ohne die kleinen Pilze gäbe es nicht diese Pflanzenvielfalt, wie sie heute auf der Erde existiert.